diesem Video heute soll es um das Thema Aquarellpinselpflege gehen, aber auch wie wir Aquarellpinsel vielleicht reparieren können, wenn sie schon nicht mehr so gut sind. Da gibt es ja verschiedene Varianten. Manchmal spreizen die sich, wie hier. Das ist so ein Da Vinci-Pinsel, ne? Und der sieht hier schon ganz zerfladdert aus. Hier die Seiten. Pinselhaare, die einzelnen, die drücken so nach außen. Das gleiche haben wir hier zum Beispiel mit diesem Schlepperpinsel. Dann können wir den einfach nicht mehr so gut verwenden oder das, ja, unsere Illustration oder das, was wir malen wollen, das gelingt dann manchmal gar nicht mehr so gut. Auch bei den ganz kleinen und schmalen, dünnen Pinsel, bei denen hier zum Beispiel, die fransen auch einfach mal schnell aus, beziehungsweise wir haben bei diesem schmalen Pinsel hier auch das Problem, dass sie dann so wie so Lücken bekommt zwischen den Pinselhaaren. Also der Pinsel an sich hier, ne, der ist relativ schmal immer noch, aber die Pinselhaare irgendwie so, die verkleben dann einfach miteinander und man hat dann so Lücken einfach. Und da möchte ich heute mal ein Video zu machen von den Sachen, die ich auch ausprobiert habe und die für mich funktioniert haben. Im ersten Schritt aber einmal mal die Reinigung der Pinsel. Von Aquarellpinseln ist die Reinigung ja super einfach, weil Aquarellfarbe ja auch wasserlösliche Farbe ist. Das heißt, ich nehme einfach den Pinsel, wasche ihn aus nach dem Benutzen, ja, und kann ihn dann im Prinzip beiseite legen und damit habe ich schon wieder einen sauberen Pinsel. Das Problem ist zum einen aber, dass ich manchmal mich gar nicht darum kümmere, dass ich den Pinsel wieder so in seine Form forme einfach so mit den Fingern. Das ist so ein ganz guter Tipp, einfach was man direkt nach Malen machen kann. Aber auch nach Malen haben wir dann das Problem, dass sich hier im Ansatz des Pinsels, von den Pinselhaaren, ja, da wo sie hier so zusammengefasst sind, da ist es dann ganz oft so, dass sich dort auch Pigmente sammeln. Ich befeuchte mal hier diesen Da Vinci-Pinsel, der spreizt auch so ein bisschen seine Haare und ich habe den jetzt hier einfach mal nass gemacht und hier auf dem Papier, man kann ein bisschen sehen, dass er hier noch so grüne Farbe abgibt. Das heißt, würde man den jetzt benutzen und dann mit zum Beispiel mit Gelb vermalen, dann ist es einfach so, dass dann ganz oft auch so ein helles Grün bei rauskommt, weil er halt nicht 100% sauber geworden ist. Und hier an der Seite, die Haare, die spreizen sich so ein bisschen. Und das werden wir jetzt gleich wieder komplett ganz machen, dass sie wieder schön anliegen, beziehungsweise auch erstmal die Pinselreinigung wirklich. Und da können wir verschiedene Seifen verwenden. Ich habe jetzt hier so eine ganz normale flüssige Handseife. Ihr könnt aber auch ein Shampoo nehmen. Ihr könnt aber auch die so einen Seifenblock, diese feste Seife, damit kann man dann den Pinsel auf dem Seifenblock, auf dem mit dem angefeuchteten Pinsel einfach drauf rumstreichen und den so reinigen. Das geht halt auch super. Ich nehme aber auch einfach das, was ich zu Hause habe, weil ich auch zeigen möchte, wenn ihr keinen Seifenblock habt, den benutzen viele eigentlich gar nicht mehr unbedingt, sondern viele haben ja auch diese flüssige Handseife. Ich tauche jetzt meinen feuchten Pinsel einfach hier so in die Seife rein und dann kann man tatsächlich einfach seine Handinnenfläche nehmen und hier dann die Seife so einarbeiten, so ein bisschen einmassieren in den Pinsel, hier einfach auf der Handfläche. Und jetzt ist es so, dass wir natürlich die Seife auch hier in unseren Pinselansatz bekommen wollen. Das heißt, wir ganz vorsichtig drücken wir die Seife dann hier so rein. Ungefähr so und drehen unseren Pinsel ein bisschen. Das sollten wir halt nicht zu oft und nicht zu lange machen, weil wir da natürlich dann die flexiblen Pinselhaare quasi auf Dauer dann auch verbiegen, aber hier zum Reinigen kann man das wirklich einmal machen, dass auch wirklich die Pinselhaare im Ansatz, die Pigmente auch verschwinden. Bei mir schäumt das tatsächlich auch so ein bisschen grünlich, das kann man jetzt, glaube ich, auf der Kamera nicht so gut sehen. Und dann kann ich einfach den Pinsel wieder auswaschen und hier auf meinem Tuch einfach abstreichen. Und ich kann das Ganze jetzt noch einmal machen, ja, einfach um ihn halt wirklich schön zu reinigen. Weil das macht man ja doch nicht jedes Mal nach dem Malen. Ich glaube auch nicht, dass das unbedingt nötig ist, ja. Und wie ich gesagt habe, dann einfach auswaschen den Pinsel, abstreichen und dann ist er auf jeden Fall gereinigt. Und wenn der Pinsel noch super neu oder super gut in Form ist, dann einfach am besten wieder so mit den Fingern in Form bringen und dann entweder
aufrecht lagern bzw. waagerecht. Zum Trocknen ist es immer super, den Pinsel waagerecht erst zu lagern, damit er austrocknen kann. Wenn er senkrecht gelagert wird, dann haben wir manchmal das Problem, dass hier das Wasser hier in das Metall eindringt und dann fängt es an zu rosten, wenn es nicht gut ausgetrocknet ist. Übrigens eine Sache auch zur Pinselpflege, und zwar hier das Metallstück am Holzstiel. Das ist vielleicht einigen schon passiert, dass das abgefallen ist. Ich habe jetzt leider keinen Pinsel da. Und das liegt ganz oft daran, wenn wir den Pinsel zu tief in unser Wasserglas tauchen, ja, dass dann hier, das ist, also bitte nicht nachmachen, ja, dass dann hier das Wasser eintritt quasi in unser Metall, dort trocknet und dann weicht quasi hier das Holz unter der Metallplatte, das weicht dann auf und dann wird im Prinzip hier die Metallverbindung, die wird dann quasi lose und kann dann abfallen. Das kann man ganz einfach mit so ein bisschen Heißkleber dann auf mein Holzstück geben oder ich kann dann auch einfach ein bisschen Heißkleber hier in mein Metallstück reingeben und dann wieder zusammensetzen, aushärten lassen und dann funktioniert das in der Regel eigentlich auch wieder ziemlich gut. Das noch so als Tipp von mir. Und dann jetzt noch eine Sache, natürlich, wir wollen die Pinsel ganz, ganz wichtig wieder komplett ganz machen und zwar, wenn die hier so ausgefranst sind, da gibt es einen super einfachen Tipp, bevor ich jetzt zu dem gleich rübergehe, einfach noch hier so ein ganz normales Haargel. Das kann man dann hier so ein bisschen auf den Finger machen. Und dann kann ich nehme mal den Pinsel hier und kann dann hier meinen Pinsel einstreichen. Ja. Schön großzügig mit dem Haargel. Und dann trocknen lassen, aushärten und ruhig mal so 2-3 Tage liegen lassen. Ich lege den einfach mal hier so drauf. So, und so kann er erstmal aushärten und so biegen sich quasi die Pinselhaare dann wieder dran. Es gibt aber auch wirklich, also wer das möchte, kann natürlich auch professionell Pinselseife kaufen oder es gibt auch wirklich so professionelle Pinselform, Flüssigkeit oder Masse, die man halt verwenden kann dafür. Muss man nicht unbedingt, wer das aber möchte oder im Bösen erfindet, ich muss jetzt hier mal kurz das Gel abwaschen, das ist unangenehm auf den Fingern, der kann das natürlich auch im Kreativmarkt, also im Bösner zum Beispiel kaufen, muss man aber nicht. Es gibt auch noch super viele andere Tipps, ja, die Leute, die irgendwie so viel ausprobiert haben, was die Pinselpflege anbetrifft. Ich möchte mich da wirklich auf so die paar Sachen beschränken, weil es für mich schon funktioniert hat. Für den es nicht funktioniert, der kann gerne nochmal recherchieren und schauen, was es da noch so gibt. Aber in der Regel reicht es aus. Und jetzt kommt so der absolute Mega-Trick eigentlich, und zwar heißes Wasser. Und da hole ich mir das einfach mal ganz schnell. Das habe ich nämlich in der Mikrowelle ganz einfach warm gemacht und bringe das zu meinem Platz, damit ich euch zeigen kann, wie wir das jetzt einfach machen. So, jetzt habe ich hier mein Wasser in einer Tasse einfach erhitzt, in der Mikrowelle. Und was ich jetzt machen kann, also das Wasser sollte wirklich sehr heiß sein, fast kochen kann es eigentlich sein, so ungefähr 90 Grad. Und ich kann jetzt quasi meinen Pinsel nehmen und 5 Sekunden, also ich zähle bis 5 Sekunden einmal hier in dem heißen Wasser einfach mal lang swirlen, einfach mal hier so ein bisschen drehen, reintauchen. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann mit den Fingern, aufpassen, ist ganz schön heiß, hier meinen Pinsel in Form bringen. So. Und jetzt austrocknen lassen. Das mache ich jetzt hier mit den anderen Pinseln auch einmal. 1, 2, 3, 4, 5. Und wieder in Form bringen. Und was das heiße Wasser macht im Prinzip ist, dass es die Härchen, also Synthetikfasern beziehungsweise aber auch die echten Haare, dann kurz erwärmt, dass sie dann wieder in Form gebracht werden und auch so bleiben. Ja? Das ist halt das Tolle, dass es reicht wirklich nur heißes Wasser aus, um die Pinsel wieder ganz toll in Form zu bringen und die Pinselhaare wieder so an ihren Platz zurück zu bringen einfach. So, 5 Sekunden sind um und auch hier wieder mit den Fingern forme ich hier meine Pinselhaare.
Es gibt auch Leute, die sagen, so die Echthaarpinsel werden dann mit Conditioner gewaschen, weil was ja für die eigenen Haare gut ist, das ist dann halt auch für Echthaarpinsel gut. Kann man halt machen, muss man jetzt nicht unbedingt, kann halt jeder selbst entscheiden. Aber in der Regel ist es tatsächlich so, dass immer mehr Synthetik-Haarpinsel verwendet werden in der Pinselherstellung. Das hat verschiedene Gründe. So, und wenn ich merke, es sieht noch nicht, weil ich habe jetzt hier bei dem kleinen Pinsel zum Beispiel noch so ein abstehendes Haar und da kann ich einfach nochmal den Pinsel ein bisschen länger im heißen Wasser rum, hier so rumkreisen lassen. Und dann wieder rausholen und dann das Ganze nochmal machen, bis wirklich alle Pinselhärchen anliegen. So, dann bin ich auch schon fast durch. Die Pinsel habe ich jetzt einfach in der Sonne trocknen lassen. Man kann hier sehr schön sehen, dass die wirklich dort geblieben sind, wo sie sein sollen, die Härchen. Hier kann man das ganz gut sehen. Der Pinsel hier, der Schlepperpinsel, der ist wieder deutlich zusammengegangen. Ja, der war doch mehr auseinandergespreizt. Der ist schon wieder viel besser. Ich könnte jetzt noch mal eine Runde machen, um die Härchen noch mal enger aneinander zu drücken. Manchmal muss man das machen und ich glaube, der hier. Hier stehen die Härchen, das ist noch ein sehr alter Pinsel. Hier stehen die Härchen auch noch ein bisschen ab. Hier kann man auf jeden Fall noch mal eine zweite Runde auch machen. Aber hier die anderen Pinsel, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Die sind hier noch wunderschön zusammen, obwohl sie schon schön durchgetrocknet sind. Hier stehen auch keine Härchen mehr ab. Ja, hier bei diesem Da Vinci-Pinsel. Das ist nämlich sehr ärgerlich, wenn man sich für ein bisschen teureres Geld Pinsel kauft und dann stehen da Härchen ab oder man kann sie nicht mehr so gut verwenden. Ja, und deswegen sind es auf jeden Fall gute Methoden, um die Pinsel einfach ordentlich zu reinigen, damit wirklich keine Pigmentreste mehr vorhanden sind und um sie dann wieder schön in Form zu bekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Tschüss!